Bando ist immer noch nicht wieder da. Bando! Schuft er da noch in der Fabrik? Vielleicht sollten wir diesen Typen da oben nochmal fragen. Achso, ich wollte jetzt eigentlich in der Fabrik nachgucken. Das habe ich auch schon des Öfteren nicht hinbekommen. Da einfach den Weg runter zu gehen. Achso, wir haben keine Leiter dabei. Moment, wo hatten wir die Leiter? Also im Inventar haben wir sie nicht. Ach, wo ist sie denn geblieben? Da waren wir doch immer so schön ins Zimmer reingestiegen, ohne dass es jemand merkt. Das ist ja auch nirgendwo, ne? So, wo ist die? War die hinter der Tür vielleicht? Oder hatten wir die bei der Glocke gebraucht? Hier sieht das nicht so leiterig aus. Schade. So, also unten nochmal gucken. Ich hoffe, diese Aufnahme ist jetzt auch halbwegs synchron. Nicht, dass ich da nachher wieder viel drin rumschnibbeln muss. Das nervt immer ein bisschen, wenn ich die einzelnen Spuren um so ein 1000stel % schneller oder langsamer machen muss. Eben weil ich so lange nicht aufgenommen habe und deswegen auch keine Ahnung mehr davon habe. Vielleicht hätte ich mir ein Handbuch schreiben sollen, wo genau drin steht, was ich alles machen muss, damit es gut wird. So, war das hier? Ne, da hatten wir den. Genau, da hatten wir einen Haken benutzt. Da hatten wir auch keine Leiter gebraucht. Ist auch keine Leiter. Nee, gut, dann ist hier eben keine Leiter mehr. Muss ja auch nicht. Frag mich jetzt nicht, wo wir die gelassen haben. Was war doch so, dass wir nicht in. Oder war die hier? Hier hatten wir Opas Hose, ja? Also wir konnten ja nie den Raum betreten, ohne dass es der schlafende Typ merkt. Mit der Leiter konnten wir das eben ganz gut. Leiter haben wir wirklich nicht dabei, nur diesen Taktstock und eine Kerze. Und so, in der unteren Etage schuftet der gute Bando. Oder war das die Leiter? Ich glaube eher nicht. Denn dann könnten wir sie ja mitnehmen. Ach, Leiter, Mensch. Tada, so ging's. Wunderbar. So, wie kommen wir hier? So, kommen wir wieder raus. Und dann statten wir dem Typen da oben einen Besuch ab. Denn sonderlich viel anderes zu entdecken gibt es hier nicht, außer ein kleines Spaßbad im Hochofen. Wo Bando schon seit, ja, ich würde sagen, anderthalb Monaten beschäftigt ist, eine einzige Perle herzustellen. Wenn man das mal mit seinen 10.000 Perlen multipliziert, so, ne? Da kommen schon recht große Zahlen raus. Ach so, hier sind wir. Nee, hier sind wir sogar richtig. Wow, ich bin beeindruckt. Könnte ich sicher einen spanischen Ausdruck finden mit Muy irgendwas und ihm und so weiter. Oder wir lassen das einfach mal, denn dann wird das nicht so peinlich. So, ab ins Zimmer, keiner merkt's. Hahaha. So, aber ich glaube, die Kerzen können wir hier alle nicht auspusten. Schreibtisch, genau, der Rubenmieser. Das Haustier hat immer noch den Lappen auf der Nase. Auf den Noise. So, die Bildchen. So, Bilder, 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 Bär. Och Mann, das hatten wir, glaube ich, schon auch schon alles gemacht. Jetzt wieder raus. Die Uhr. Ah, mit Uhren hatten wir uns ja auch schon öfter angelegt. Aber wenn mich nicht alles täuscht, haben wir echt alles schon ausprobiert. Ja, los, geh. Ach, ich dachte ja, er geht nicht weiter. So, und da brennt eine Kerze. Nee, auch nicht. Das sind jetzt wohl nur noch 9.999 Perlen. Ich sehe kaum einen Unterschied. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Bett, Gläser. Die können wir auch nicht mitnehmen. Der wollte ja nur eine einzige Perle. Daran erinnere ich mich auch noch. Nagel, den konnten wir nicht rausziehen. Truhe.
Blöb. Tja, haben wir irgendwas dabei? Mit einer Maus können wir hier sicher auch keinen Yankee rauslocken. Der sagt sich einfach, haha, wie langweilig. Nee, dann müsste ich denn schon auf den Nagel oder so. Das kommt sicher Vorsicht, gut. Vorsicht, kleiner Freund. Da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Gut, dass er nichts von unseren Absichten weiß. Eine Perle sicher auch nicht, die Axt nicht, der Feuerstein nicht, den Zettel nicht. Was stand da eigentlich drauf? Stand da überhaupt was drauf? Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Ja. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ja. Danke, so genau wollte ich das gar nicht wissen. Kerze, vielleicht können wir die da so rauf tun. Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze. Tada! So, und jetzt müssen wir die nur noch anzünden. Wir haben kein Feuerzeug dabei, aber wir haben doch ein Feuerzeug dabei. Nämlich den guten Spot. Und so. Los geht's, Spot. Los, Fauche. Hey! Ah Mensch, wer bist denn du? Ein kleiner Yankee. Ich weiß natürlich, dass der nicht Yankee heißt, ja klar. So, jetzt müssen wir ihn nur noch zu den anderen locken, ganz vorsichtig. Und behutsam. Moment. Hier ist er auf jeden Fall nicht mehr. Hallo? Achso, da passiert ja gerade irgendwie gar nichts. Können wir die vielleicht wieder mitnehmen? Ich lasse sie lieber hier. Ich will nicht, dass sich noch ein Yucky unter dem Bett einnistet. Okay, überzeugt. Und dann lassen wir das im Holzdachboden. Auf dem Holzdachboden. Das ist sicher eine super Idee. Ja, ich glaube, der findet sowieso raus, der gute Ruben, dass wir hier sind. Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? War ich nicht. Hallo nochmal. Du schon wieder? Was willst du noch? Siehst du nicht, dass wir zu tun haben? Wieso? Was ist denn los? Was los ist? Mir wurde eine Perle entwendet. Das war bestimmt dieser Unruhestifter Molachai. Wenn ich den erwische, dann wird der zu Hundefutter verarbeitet. Hörst du, Kerek? Dann gibt es Frischfleisch. Aber Kerek schläft doch, und Kerek der Hund ist. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Naja, diese Bestie. Komischer Typ da oben. Ja, also mein Freund wird's nicht. Wir haben, was haben wir? Wir haben, nee, haben wir noch nicht dabei. Wo ist der hin? Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der kleine Yucky hin ist. Der könnte sich an alle Richtungen verdrückt haben. Aber so wie ich das Spiel kenne, glaube ich das eher nicht, dass er sich hier irgendwo rumtreibt. Wobei hier auch ziemlich viele Kerzen sind, ne? Wie war das, wenn wir die auspusten, dann kommt der her? Oder war das umgekehrt, wenn man die anlässt? Immerhin haben wir eben eine Kerze angenommen. Achso, wir haben ihn vertrieben. Er mag also besonders Bereiche, wo... Na gut, dann wird er hier nicht sein. Kann ich da auch schnell wieder zum Dorf gehen? Nee, das... Achso, mit Doppelklick kann man sich hier ganz schnell vorwärts bewegen. Also zumindest bei diesen Pfeilen. Dann überspringt man die ganze Laufanimation, die ja manchmal schon ein wenig nervig ist. Also zumindest, wenn man so langsam spielt wie ich und dann das zum tausendsten und abertausendsten Mal alles ausprobieren muss. Ja. Individuelle Spielweise nenne ich das. Nun denn, gehen wir mal ab in den Zauberwald. Vielleicht ist da ja schon der kleine Yucky angekommen. Das ist er auf jeden Fall nicht. Hinter den Hügeln da vielleicht? Vielleicht auch nicht. So, hier ist keine Kerze an. Hier dürfte eigentlich theoretisch praktisch nicht sein. Na, hier sind alle Kerzen an und dann machen wir die mal ganz konsequent wieder aus. Das kennen wir ja schon. So. Alle nacheinander. Wie schön, dass er immer in die falschen Richtungen pustet und die trotzdem ausbekommt. Er ist eigentlich... Nein. Ich wollte ihn doch anpusten. Nicht, dass er wieder was über seine Mama erzählt. Du. Gute Nacht, Mama. Ach nee, das hat er bei den zwei großen Kerzen draußen gemacht. Die am anderen Ende der Brücke.
Ja, das ist dürftig. Da ist leider noch kein Yaki aufgetaucht. Okay, vielleicht ist er auch schon da. Moment, wie viel haben wir? Wir haben 5. Mensch, doch so viel. So, Entschuldigung. Ich war da ein bisschen voreilig mit rechts, links und alles Mögliche gleichzeitig drücken. Glücklicherweise hat die Maus nicht mehr Tasten. Also nicht so eine Daumen- und kleiner Fingertaste. So, Spot, du hast doch hier so eine kleine Gestaltwand, ne? Du kannst dir neue Spielkameraden suchen. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Fieb und Möb. Nanu, die Yaki scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Na dann kann es ja losgehen. Oh, ist das goldig. Ja, unglaublich süß. Wenn wir jetzt gehen, dann kommen die mit. Ich folge dir. Wo folgen wir denn eigentlich hin? Gute Frage, keine Ahnung. Fragen wir mal. Ach so. So, also wenn wir da nicht rein können, dann ist das wohl eindeutig, wo wir hin müssen mit den ganzen Kerlchen. Hier in The Whispered World kann man sich auch gar nicht verirren. Das ist, glaube ich, ziemlich unmöglich. So, was wollten wir hier machen? Kann ich irgendwas mit dem Mechanismus machen? Die sind so süß. So, aber nee, das ist eindeutig eine Laufengeschichte. Denn interagieren kann ich hier mit gar nichts. Wie man hier sieht, ich drücke drauf und ziehe und mache und tue und die laufen hinter uns her. Nur habe ich immer noch keine Ahnung, wo wir hin wollten mit denen. Ja, leider können wir das auch nicht herausfinden. Da oben vielleicht rein? Gerade ausprobieren, ob die vielleicht da unten rein, also da. Na, jetzt. Oh. Nein, das geht noch nicht so richtig mit dem Doppel. Sollte die Yakis lieber an einen ruhigen Ort führen. Irgendwo hin, wo man sie auch singen hört. Ach so. Okay. Und der wäre wo, also. Hallo, Maus? Wo sind denn die Yakis hin? Das Licht der Kerzen scheint sie verscheucht zu haben. Nein. Ja, doof, Männer. Ach, immer der gleiche Ärger mit den Kerzen. Man kann es auch keinem recht machen. So, dann erstmal alle wieder anknipsen. Damit wir unsere Spielkameraden gleich wiederfinden. Ein Pust. Ein Pust. Die hat er dich angepustet. Komische Strömungsbewegung hier. So. Sieht schon aus. War übrigens falsch, was ich vorhin gesagt hatte. Das war dann wohl bei den Kerzen dort hinten. Also diese hier. Aber jetzt sind eben die ganzen Kerzen wieder an, weil ich weggegangen bin. Tut mir leid. Ja, es ist nicht, manchmal nicht so sinnvoll, den Bereich zu verlassen, in dem man sich gerade aufhält. Vorausgesetzt, man möchte sich Arbeit ersparen. Sonst macht man das natürlich immer, immer wieder. So, wow, die sind ja schon wieder weg. So. Nun denn, Kerze aus. Und wo sind jetzt die Yakis? Hallo, Yakis. Ach, hier sind noch Kerzen. So. Kriegen wir schon wieder die kleinen Yankees. So, sind da oben noch welche? Ich hoffe, dass die jetzt nicht wieder zurückgegangen sind in den dunklen, dunklen Zauberwald. Das sieht noch nicht so nach Yaki aus. Tja, vielleicht wieder reingehen. So ging's. Nee, hier können wir auch nichts machen. Das Horn blasen, das ist auch nicht so die Idee.